Weise arbeiten, weil also ich bin wie du auch wahrscheinlich schon im nächsten Quartal mit der Planung und dann ist es einfach leichter, sich auch die Termine zu setzen, wenn man dann weiß, okay, passt, das ist meine leistungsstärkste Phase. Die Phase 2 zum Beispiel, die ist halt mega, da kann man voll Gas geben und 12 Stunden arbeiten, ohne irgendwie die Miene zu verlieren, weil es einem total gut geht. Und ich habe das halt an Selbstversuchen eben ausgetestet, was wie am besten funktioniert. Und das jährt sich jetzt in dem Monat, dass ich meinen Zyklus eben seit einem Jahr tracke. So wie bei Social Media und den Daten, ne, kann man das auch beim eigenen Zyklus machen. Ja. Und ja, so hat sich das ergeben, dass man eben zwei Kategorien wie den weiblichen Zyklus